Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge RimWorld. Ich möchte zwischendurch zumindest mal wieder eine kurze Folge einschmeißen, nachdem ich mit Jedi Fallen Order so hart bedient bin eigentlich. Ich muss tatsächlich erstmal wieder einen Überblick gewinnen. Also wir haben immer noch keinen Strom, weil unsere Solargeneratoren immer noch nicht angeschlossen sind. Das ist arg doof. Wir hacken gerade aus irgendeinem Grund Gras. Das ist total blockiert durch Eiche. Okay. Und hier ist eine Eiche im Weg. Die blöde Sau. Ne, wir werden uns darum gleich erstmal kümmern. Ich würde sagen, das machen wir als allererstes. Wir haben aktuell mal keine Insassen. Das ist ja doll. Aber wir haben Weasel am Start. Oh, Kitty rennt schon los. Kitty, alte Nachtolde. Ne, ich glaube, als erstes werden wir heute erstmal Ragnar in die Spur schicken. Hier, das macht er auch bevor der gegessen hat, der blöde Sack. Ne, weil er nämlich nichts geschissen kriegt sonst. Und wir hier seit etlichen Spielen, glaube ich, schon. Ohne Strom rumrennen. Und jetzt will ich erstmal was überprüfen. Ich sehe den Weasel hier putzen. Wieso putzt er hier? Moment. Zone. Heimatgebiet. Alter. Unsere Verteidigungsanlagen brauchst du nicht putzen. Das ist Tinnif. Ne, und hier hinten musst du auch nicht hineiern. Wieso hast du eigentlich nichts zu tun? Bist du bescheuert? So. Hier braucht alles nicht gereinigt werden. Das ist mehr als Quatsch. Meine Güte. So, und hier draußen brauchst du sowieso nicht putzen. Das ist draußen, Junge. Draußen ist dreckig. Ist halt so. Deal with it. Und hier auch nicht. Und da auch nicht. So, und da vorne können wir ein bisschen putzen von mir aus. Ist ja alles... Oh, ist Ragnar krank? Der gekotzt? Oh, der hat eine starke Lebensmittelvergiftung. Hubala. Das ist ja mal schlecht. Deswegen ist der auch so langsam. Oh, der kotzt uns die ganze Bude voll. Zusammen... Ja, Logo. Alter, was hast du gemacht? Bist du doof? Naja, gut. Halt mal einen Plausch mit Kitty. Wird alles wieder gut. Jetzt gehe ich auskurieren. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Er glättet Wände. Er ist ein ganzer Mann. Riesentyp. Machen wir erstmal aus hier die Heizung. Obwohl, ne, zurzeit ist kalt, ne? Und wir haben jetzt eigentlich genug Strom. Jetzt können wir eigentlich mal hier überall... Ja, wir lassen die Heizung laufen. Ne? Die Leute sollen nicht frieren. Oh, wir haben die ersten Blumenkübel. Das läuft hier. Wieso habe ich da keinen Strom? Was ist denn das für ein Tinnel? Mach mal langsam hier. Langsam! Strom. Weil das Stromkabel nicht bis da kommt. Das ist ja verflucht ärgerlich. Das lösen wir erstmal so. So. Dann haben wir da ein bisschen die letzte Ecke Strom. Die Batterien sagen, wir sind Matsche voll. Ich würde sagen, wir bauen noch gleich nochmal eine. Damit wir im Zweifelsfall auch komplett ohne Strom die Nacht durchhalten. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Wir haben tatsächlich hier den Boden fertig. Leck mich fett. Also kaum ist hier der Weasel da, ne? Läuft das wie ein Länderspiel. Durch Granit. Jetzt machen wir den Essensraum noch schick. Haben wir eigentlich nur Granit? Granit, Granit, Granit. Na gut, Kalkstein ist jetzt nicht unbedingt viel schöner. Ja, Ragnar ist noch ein bisschen angeschlagen. Genesend. Na siehste, wäre auch schon wieder gesund. Was hast du denn gegessen, Junge? Oh nein! Kitty ist herablassend zu Ragnar. Das kann ja wohl nicht angehen. Das GZSZ hier. Und redete negativ über seine Fernkampffähigkeiten. Meine Güte. Na gut, dass er jetzt Weasel hat, mit dem er ein bisschen abhängen kann. So, ist hier noch irgendwas blockiert? Das wird hier unten stehen. Nö. Und hier ist noch die Eiche. Hier. Mach mal Priorität, Junge. Ah. Achte meine Autorität, Priorität. So Sachen. So.
Wir haben Heilwurz, wir haben Eis angebaut. Ich habe jetzt festgestellt, wir können ja tatsächlich das ganze Jahr anbauen. Das ist ja unglaublich. Können wir das hier eigentlich mal ausstellen? Geht das irgendwie? Optionen? Lernhelfer. Nein, danke. So. So, gleich viel mehr zu sehen hier. Kann das mal einer wegschaffen? Das ist ja, muss doch hier nicht sein. Sag mal hier, was ist denn hier erlaubt? Frisches und Verrottendes? Ach so. Na gut. Ja, ist schwierig. Wir machen hier nochmal eine extra Zone. Abfallzone. Zack. Erstmal alles. Brocken nicht. Leichen alle, aber nur Verrottendes. Obwohl, nee, nur. Doch alles, aber nur Tierleichen und da keine frischen. So, weil frische Tierleichen sollen schön in unseren Kühlschrank. Der mittlerweile echt ficke voll ist. Der Ragnar kommt gar nicht hinterher. Ja, ist ganz schön übertrieben. Wir würden wahrscheinlich das Dreifache an Leuten durchkriegen. Aber na gut. Hat man mal, ne? Warum haben hier. Was ist hier los? Kriegen hier gefälligst alle. Kopie bauen. Zack. Bauen wir gleich dahin. Weil da kriegen alle noch Doppelbetten irgendwann. Wie sind die eigentlich? Abscheulich 5. Abscheulich. Langweilig. Achso, ist der Schlafraum. Qualität gut. Normal. 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 Ja, ist nichts Weltbewegendes, aber ist jetzt auch nicht so Bombe. So. Läuft ja erstmal. So, dann hatte ich ja gedacht, wir bauen hier unsere Verteidigungslinie lang, was ganz schön doof ist, weil dann können wir nach hier schlecht rausschießen. Das heißt, wir müssen doch hier vorne komplett rüberziehen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. Und zwar mit Granit. Oh. Ein Privatdetektiv namens Lance kontaktierte dich aus der Nähe. Er wird gejagt von Outlander der Fraktion Südliche Umai-Nation. Er fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Er erzählt dir, dass er 43 Jahre alt ist. Für mehr Informationen bleibt keine Zeit mehr. Aber sei gewarnt, wenn du annimmst, wirst du gegen den verfolgenden Outlander kämpfen müssen. Die Gruppe besteht aus 2 Stadtwachen. Ja, Zuflucht? Ja, wir brauchen mehr Leute. Ich biete Zuflucht. So, Lance. Du bist ein Assi. Alter, du kannst nix. Bisschen sozial, das ist ganz cool zum Einkaufen nachher. Bisschen Kunst kannst du, okay. Und bisschen kochen. Dann wirst du jetzt Koch. Und Ragnar wird Arbeiter. Gut, bevor wir irgendwas machen, Lance, alle Privatdetektiv. Bettruhe, Hilfsarbeit. 2. Aufsehen kriegst du sogar 1. Macht Ragnar das weniger. So, du wirst unser Koch. Da wird Ragnar einfach mal gleich degradiert. Schmieden brauchst du nicht, Schneiden brauchst du nicht, Handwerk brauchst du auch nicht, Transport auf jeden Fall. Reinigen auch. Und forschen drauf geschissen. So. Da kommen jetzt gleich ein paar Leute und wollen uns ans Leder. Ich bin gespannt. Mach mal einmal ein bisschen lauter für mich. So, das heißt, Ragnar kann jetzt arbeiten. Das heißt, unser neuer unfähiger Koch wird gleich wahrscheinlich heftig anfangen zu verkacken. So, Verfolger sind noch nicht da. Zumindest sehe ich keine. So, das heißt, Ragnar kann sich jetzt schön ums Bauen kümmern. Und damit fangen wir jetzt, wie gesagt, auch an. Erstmal Wand komplett rüber. Dann 2 Granittüren. Die bauen wir hier. Und unsere Embrasures.
geht natürlich nicht so einfach. So, die weg. Alle zwei Felder machen wir. Hier zwei. Da zwei. Da ist auch schon der Überfall. Den haben wir erwartet. Zeit läuft langsam. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Luft. Ja, wir ziehen das bis zum Ende durch. So, abbrechen. Und jetzt gucken wir mal. So, Jeremy, der Forscher. Was kannst du? Nicht viel. Ey, Mr. Garrison, Kräutersammler. Geil. Den nehmen wir. Der kann pflanzen, der kann sich um den ganzen Pflanzenscheiß kümmern. Kann ein bisschen bauen, ja, das ist nicht hier der Hit. Aber er kann vor allem pflanzen. Feuerlöschen verweigert er. Er ist Pyromane. Aber wunderschön. Das ist natürlich schlecht, weil Ragnar ist grottenhässlich. Du verweigerst nichts, bist Purist. Blutrünstig, finde ich geil. Jeremy bekommt einen Kick, wenn er jemanden verletzt. Außerdem stört er sich nicht am Anblick von Blut und Tod. Es ist viermal so wahrscheinlich im Vergleich zu anderen, dass er eine Schlägerei anfängt. Ja, so einen Ficker können wir gar nicht gebrauchen. Garrison wäre ganz cool, aber Pyromane. Der fackelt uns die ganze Hütte ab. Ne, wenn der Langeweile bekommt, dann legt er uns hier Feuer, und zwar eisekalt. Wenn wir jetzt Lance gerade erst dazu bekommen. Ah, ich glaube, das geht so. Den nehmen wir nicht. So, dann können wir erstmal noch weiterbauen, unsere Embrasures. Lance kommt angeflitzt. Hier ist nicht so, doch. Lance kann überhaupt nicht kämpfen, der Homo-Fürst. Kann man also wegrennst, ey. Aber gut, ein klein bisschen Nahkampf kann er. Schnappt dir eine Keule, ist besser als nix. Unsere Leute pennen noch. Oha, 24% und die 97, das ist besser. So. Wo sind unsere beiden Experten hier? Die kommen von hier. Oh, das ist ja. Da haben wir ja schön Schussfeld. Da lass sie mal kommen. So, wer hat Ausrüstung? Du hast einen Revolver. Du hast aktuell kein Messer. Und fängst du damit schon mal an? Gowski hat sein Gewehr, sehr gut. Wie gut kannst du mit dem Revolver umgehen? Ja, ausreichend gut. Die sollten uns keine großen Probleme machen. So, der Rest steht dann auch langsam auf. Und begibt sich in Position. Die haben Fernkampfwaffen. Das heißt, wir müssen uns sogar ein bisschen verteidigen. Kommt mal erstmal hier hin. Kitty genauso. Du bist unsere Notfallwaffe. Wenn es in Nahkampf geht, ist das deine Stunde. So, die kommen angewartet. So, Gowski. Ragnar kommt hier hin. Puh, wir gucken mal. Nee, eher hier. Weasel kann sich hier hinter verstecken. Der Gowski kann sogar noch einen Schritt zurück. Kitty da oben hin. Und dann würde ich sagen, lasst sie kommen. So, wir machen langsam. Und hier in Reichweite. Kitty nochmal ein Stück zurück. Kannst wieder vorkommen. Oh, Trevor. Die hat schon die Fresse voll. Schuss in den Oberkörper. Das macht keinen Spaß. So, hat Schmerzen, kann aber noch gut sehen und kämpfen. Oh, Weasel hat einen abgekriegt. Blutreinheit, tot in 12 Stunden. Okay. Kitty geht derweil in Nahkampf über. Oh, Weasel knackt. Genau. Kitty, mach ihn platt. Oh, sie treffen sie nicht. Jetzt trefft die alle. Nanu. Kitty hat Garrison platt, bevor ihr sowas seid. Oh.
Da hat's Garrison erschlagen. Ich schnapp sie dir. Kannst du versuchen, die zu arretieren? Nee. Dann, warte mal. Hier. Früher war hier Bärnackelfight. Warum geht das nicht? Egal. Mach die nackig. Oh, noch ein Trevor. Ihr könnt nach Hause gehen. Den räumt ihr nachher bitte weg. So, komm. Hau sie tot. Oder unmächtig. Komm. Kitty! Gibt's ja wohl nicht. Weasel, nochmal hinterher. Kitty braucht Hilfe. Oh! Gut, tot. Oh, der ist Silber dabei. Das ist schön. Eine normale Pistole und ansonsten nichts Dickes. Kitty, was hast du denn abbekommen? Prellung vom Revolver. Prellung von der Pistole. Prellung menschliche Faust. Aber die hat sich hier rechter Mittelfinger ist immer noch ab. Aber das ist nichts Weltbewegendes. Sie hat zwar wenig Lebensenergie. Aber das ist kein Weltuntergang. Ja, sehr schön. Das hat auch geklappt. Wieso ist hier... Ach so, weil hier noch nicht geglättet ist. Ragnar kuriert sich jetzt mal aus. Kitty geht in die Krankenstation. Da wird sich gleich jemand drum kümmern. Weasel wahrscheinlich auch. Was hast du denn? Du hast tatsächlich ein bisschen auf den Sack gekriegt. Schuss in den Oberkörper, in die Wirbelsäule, ins rechte Bein und ins linke Bein. Und keiner von unseren Leuten hat irgendwie Mittelfinger. Ich glaube, wir amputieren die alle. So, du kannst doch Medizin ganz gut, oder? Ja, nee, kannst du nicht. Zwei. Kannst aber lernen. Du bringst erstmal die Leichen weg, das ist okay. Und irgendeiner wird sich hier gleich um die beiden kümmern müssen. Zumindest um Weasel, der verblutet uns sonst in 12 Stunden. Da könnt ihr leider nicht schlafen, tut mir leid. Das ist kein Arzt. Wer ist denn hier Arzt? Priorisier das mal, weil sonst verreckt er uns. So, wie gut kannst du das? Ach, du kannst das sehr gut. Das ist ja gar kein Problem. Haben wir kein Heilwurz mehr? Scheiße. Mist. Wir müssen den noch umstellen auf Heilwurz-Kram hier. Oha, das ging aber fix. Ja, das ging gar nicht fix. Was hast du denn jetzt für einen Auftrag? Versorgt Weasel. Achso, du holst die Medizin hier. Na gut. Das war gerade noch rechtzeitig, dass wir es umgestellt haben. So, flitz mal hoch da. So. Der hat Schmerzen, aber das ist halb so wild. Wahrscheinlich macht er auch gleich Kitty. Ne, er füttert ihn erstmal. Och, er ist so... Der Gowski, ne? Meine Fresse. Der gibt hier alles. Der ist... Für die Gemeinschaft ist der einfach da. Wie, Kitty kriegt Gude? Warum? Scheuert er das? Hab ich das noch nicht umgestellt? Kriegen alle noch gute Medizin. Ist ja wohl nicht zu glauben, oder was? Hier, solange hier nichts Lebensbedrohliches ist, gibt's hier gar nichts. So, jetzt ist natürlich... Ach nee, Lance ist unser neuer Koch. Wo ist er denn? Gander wurde zahm. Was ist denn ein Gander? Ach! Cool. Geht etwas spazieren. Alles Männchen. Bringt natürlich gar nichts. Hier. Lebst du noch? Ja. Ich glaube, hier, die zähmen wir jetzt. Wilde Gieß können angreifen, wenn das Zähmen fehlschlägt. Oh. Das wird interessant. Wen haben wir denn für die Arbeit angeteilt? Tierpflege. Noch gar nicht. 6, 1, 3, 1, 4. Dann macht das wohl Kitty, die gerade nicht so dafür zu haben ist. Aber auf 3, das reicht völlig. Und dann wären wir einfach hier. Wir werden Enten züchten. Das wird der Shit. Hier brauchen wir uns ein kleines Gehege. Zone. Arbeitsgebiet. Achso, haben wir noch gar nicht. Heimatgebiet 1. Ja, machen wir gleich fertig. Hier könnt ihr dann rumwuseln, wie ihr wollt. Ist mir wurscht. So. Ist das euer Heimatgebiet? Und jetzt machen wir einmal Gebiete verwalten. Umbenennen. Entenjunge. So. Und jetzt haben wir hier unsere Tiere. Und jetzt können wir die nämlich zuweisen. Und die kriegen das Gebiet Enten.
Wieso ist denn da hinten Heimatgebiet? Alter! Zone. Heimatzone für Kleine. Weg damit! Ihr braucht hier nicht putzen. Das Feld braucht ihr auch nicht putzen. Das ist total affig. So. Die erholen sich jetzt alle langsam. Ragnar knöbbelt jetzt gleich hier die... Nee, Ragnar spielt erstmal Hufeisen. Ja, es gibt Sachen, die sind wichtig. Und da ist unser Ganter. Der geht spazieren. Ist 3. Können wir ihm einen Namen geben? Ja, das brauchen wir alles nicht. Das macht bei Enten überhaupt keinen Sinn. Aber die liefern uns Eiern. Irgendwann mal. Das wird richtig klasse. Okay, das Blut hier können wir aber einmal wegmachen. Das gibt sonst schlechte Laune. Ich hab mir alles vollgeblutet, ey. Mann, ey. Könnt ihr nicht woanders bluten? Ah, Ragnar ist fleißig. Siehst du? Unser Mann. Ne, tatsächlich werden die Feinde jetzt erstmal überhaupt nicht mehr hier kommen. Weil da nämlich eine Mauer ist und das der schwerste Zugang ist. Also müssen wir relativ bald erweitern. Hier machen wir, glaube ich, komplett dicht. Das wird quasi unsere Schwachstelle. Hier haben wir auch nur Embrasure. Ach du Kacke. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen... Nee, wir müssen generell hier mal abpumpen. Und auch noch einen Überfall. Und unsere Leute sind verletzt. Das ist nicht gut. Hoover! Hoover kommt ganz alleine. Hoover hat wallendes schwarzes Haar. Das ist ja Wahnsinn. Hoover und Chili. Okay, zwei Leute sind's. Was kann Hoover? Hoover ist eine Nulpe. Der trägt auch nichts. Der macht keine eigentliche einfache Arbeit. Einfache Arbeit. Aber er ist immerhin freundlich. Ne? Und hat eisernen Willen. Der Wille von Hoover ist ein eisernes Schild. Sie macht weiter, auch wenn andere schon lange aufgegeben haben. Sehr gut. Aber du bist trotzdem eine Nulpe. Du kannst weder kämpfen, noch kannst du viel pflanzen, noch kannst du viel Tiere, noch bist du groß sozial. Was kann... Ups, zwei Nulpen, ey. Und was kommen die? Mit Messern. Die kommt mit einem Messer zur Schlägerei. Ist ja auch schon wieder clever, ey. So, die scheinen sich aber erstmal vorzubereiten. Das heißt, wir können hier fleißig weiterbauen. Und die können sich noch ein bisschen erholen. Die ersten Türen werden fertig, das ist auch schön. Aber wir behalten die ein bisschen im Blick. Also wirft mir das Spiel ja große Herausforderungen entgegen. Wahnsinn. So, wie viele Lebensmittel haben wir noch? 10. Lance, es wird Zeit. Ach so. Ja gut. Du schleppst es jetzt natürlich erstmal hin. Ja, mach mal 3. Das reicht uns völlig. Uns ist wichtiger, dass du kochst. Ne, der Ragnar kann sich den Scheiß selber holen. Okay, die starten ihren Angriff. Gucken wir mal. Von da kommen sie angeflitzt. Und gehen auch unten rum tatsächlich. Scheint beliebt zu sein hier. Ne, wird nachher auch echt kacke verteidigbar, wenn die immer von hier angeschlawenzelt kommen. Da müssen wir uns irgendwie eine Killzone bauen. Aber das wird schon. Das wird schon. Ja, da ziehen wir einfach hier in der Mauer ein bisschen runter und dann laufen die immer unten rum. So. Gut. Wo seid ihr jetzt? Da hinten. Wir bleiben noch ganz ruhig. Und jetzt bringen wir uns langsam in Stellung. So. Kitty ist leider krank. Das heißt, nur ihr drei werdet euch dem Kampf stellen. Kommt mal her hier. So, Ragnar Knarre. Gowski Stückchen bei nach hinten. Lance ist eine Nulpe. Und vielleicht stellen wir diesmal Weasel nicht nach ganz vorne, sondern ein Stück nach hinten. Und dann sind sie auch schon da. Oh, wir stehen voll in der Schussbahn. So, Feuer frei. Ja. Das hat sich schon fast erledigt. Der erste Kopfschuss. Und Chili hat die Fresse voll. Schießt den zu Klump. Nee, hier, den gefangen. Prügelt mit Fäusten auf ihn ein. Ist gefährlich, der hat ein Messer.
Aber ja, leider auch tot. Ne, ausziehen brauchen wir den nicht. Weg da, weg da. Ja, wir kriegen immerhin deren Waffen. Das ist ja auch schon mal was wert. So, Ragnar, Verletzung. Wie sieht's denn aus? Was? Du blutest? Alter. Komm mal klar. Na gut. Schleppt die Leute nach Hause. Die Welt geht nicht unter. Von dem bisschen Pillepalle. Gut. Ja, Gowski wieder der Einzige, der hier hart durchhält. Und nicht verwundet irgendwo rumliegt. Zack. Aber der wird jetzt wahrscheinlich erstmal Ragnar verbinden. Und Weasel wahrscheinlich auch nochmal. Was hat der? Nö, der hat nichts weiter. Der ist nur so krank. Nichts abbekommen. Der Einzige, der schön in seinem Ehebett schlafen kann. Blöder Penner. Ne? Die anderen opfern sich fürs Team, Gowski. So, jetzt dürften uns auch bald hier die Granitsteine ausgehen. Wo ist denn hier Weasel? Weasel ist unser Bergbauer und Handwerker. Und Schneider. Das machen wir jetzt erstmal weniger wichtig. Und dann kann der sich erstmal kümmern. Warme Kleidung benötigt. Oh, das ist ja richtig scheiße kalt. Hupala. 3 Grad. Ich glaube, so wenig hatten wir noch nie. Ja, Lance, ne, er ist bemüht, immerhin. Hast du Feldarbeit genauso hoch wie Kochen? Sag mal, du hast doch viel wichtigere Arbeit, also das Hilfsarbeit, wa? Naja, gut. Ich möchte, dass du jetzt bald mal wieder baust, Junge. So. Kochst, nicht baust. So, Lance. Was geht ab? Was ist der denn? Was macht der? Der schichtet um. Na, ist ja schön. Ach, der kann wahrscheinlich nur die einfachen Sachen. Aufgaben. Ja, weil der erst lernen muss, ne? Details. Was braucht er denn da? Kochen 6. Den muss erst ein bisschen lernen. Naja, gut. Damit können wir leben. Das hat deswegen auch gar nichts zu tun gerade. Weasel ist wieder fit. Das heißt, er kann wieder Steine kloppen. Das werden wir jetzt demnächst hier erstmal ändern. Das funktioniert so nicht. Wir bauen uns eine richtige Gefängniszelle. Dann kommt hier nämlich ein Lager rein. Für die ganzen Steine. Und dann hat er hier kurze Arbeitswege. Wo bauen wir denn unseren Knast hin? Schön zwischen die Toten. Die können mich mal. Oh, das ist aber eigentlich eine geile Idee. Moment. Wir machen mal einmal eine Holzwand. Machen wir nämlich so. Dann machen wir so. Dann machen wir hier nämlich eine Holztür rein. Und guck die andere hin. Ja, machen wir gerade rüber. Und dann haben wir hier nämlich unseren Knast. Ne, die Toten können dann gleich rübergeschifft werden. Sollten die mal bei einer kleinen Nierenoperation sterben. Kann ja passieren. Ne, so eine Niere, die macht sie nicht von alleine. Hier, das ganze Granit könnt ihr mal wegtragen. Die Lagerzone, gehen wir mal weiter. Die nehmen wir hier quasi als Schutzschild. Damit die Leute da ein bisschen langsamer laufen können. Und die hier werden wir nämlich wegmachen. So. Und dann können hier rein. Boah. Erstmal alles löschen. Hier kommen unsere Brocken rein. Steinbrocken und von mir aus auch Metallschrott. Und dann können die hier nämlich fleißig arbeiten. Ach, Ragnar, du Tier, ey. Du Tier. Ich habe einmal kurz hier hingeguckt. Und da haben wir hier schon den Knast fertig. Das ist ja Wahnsinn. So. Essenstisch kriegen sie auch. Wir sind ja keine Barbaren, ne? Also, es gibt ja nichts Schlimmeres in diesem Spiel, als ohne Tisch gegessen.
Und deswegen packen wir das da rüber. Neu installieren. Kommt da ein Bett hin. Und das kommt hier hin. Sollen froh sein, dass sie keine Schlafsäcke haben. Dann haben wir hier einen neuen Knast. Und hier endlich wieder Lagerfläche. Das ist irre gut. Genau, schleppt die mal alle schön da rein. Die hier braucht ihr nicht wegschleppen, das ist totaler Blödsinn. Die können erstmal liegen bleiben. Muss sie nach ganz hinten schleppen, ja? Gut, und wenn du gerade nichts zu tun hast, können wir die hier nämlich auch alle ranholen. Da wir gerade genug Nahrung haben. Einfache Mahlzeit, wiederhole. Bist du... Ja, 30 Stück sind eine gute Reserve. Damit geht eine Menge. Aber da müssen wir kurz was ändern. Denn Fleischprodukte und tierische Produkte sind dafür verboten. Wir nehmen nur vegetarische einfache Mahlzeiten. Hat den einfachen Grund, dass ich unsere Fleischreserven, die nicht endlos sind, einfach schonen möchte. So. Morgen wird das alles umgeräumt. Und dann haben wir schön einen neuen Knast. Hier ist immer noch kein Strom. Das ist ganz schön assi. Ragnar hat gerade Priorität, hier die Mauer fertig zu ziehen tatsächlich. Was macht Kitty denn hier? Die schleppt auch Sachen durch die Gegend. Also jetzt wird es echt Zeit. Was? Bist du nicht hier für Tierpflege? Ja. Kannst du nicht mal tamen gehen? Hier unten waren noch Enten. Wo sind die Enten? Ich glaube, die Enten sind weg. Und Lamas haben wir auch noch zu tamen. Was ist denn hier los? Achso, kann ich zähmen, weil es schläft. Okay. Aber wo sind die Enten? Hier. Ja, kann wahrscheinlich auch nicht tamen, weil es schläft. Oh, das ist aber schön hier. Die könnten wir mal jagen. So, Gander Goose. Sehr schön. Wartet auf Befruchtung. Ja, das ist ärgerlich. Wir können hier eigentlich alle zähmen. Ja, komm. Nicht so wild. Weck die mal auf hier. So, die sind wach. Gander, 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 Gander. Ganz viele Ganders. Gander, Gander, Goose. Kitty, geh zähmen. Wir wollen eine Ente. Wir züchten jetzt. Wir sind knallharte Züchter. Jetzt bin ich gespannt. Kitty gibt alles. Verspreche das Blaue vom Himmel. Komm. Schaffst du. Ja, genau. Gib mir was zu fressen. Es läuft. Na? Hat sanft die wilde Goose berührt. Macht fröhliche Klickgeräusche. Ach, oh. Goose rächt sich. Kitty flieht in Panik. Oh shit. Die ist kacke drauf. Lauf mal. Oh, die kloppen Kitty tot. Oh, alle zusammen, alle gleichzeitig. Kitty ist tot. Kitty stirbt. Kitty stirbt. Kitty stirbt. Kitty stirbt. Komm, lauf, 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 lauf. Oh, Kitty ist ohnmächtig. Gowski, rette Kitty. Aber ganz schnell. Das erlauben wir natürlich. Zum Glück sind das keine Fleischfresser. Oh, ich glaube, die sind angefressen. Menschenjäger. Scheiße. Die Gänse drehen frei. Ja. Wir müssen uns verteidigen. Läuft ja super zum Ende hin hier. So, Ragnar dahin, du dahin. Obwohl, wir können die hier auf freiem Feld empfangen. Wir machen das direkt an der Tür. Dahin, Gowski dahin und Weasel. Komm her hier. Wir fürchten wilde Gänse. Sie kommen.
Kitty, wie lange hast du Zeit? 4 Stunden! Ich kann nicht mal Ragnar hier was machen. Gowski muss los, der muss sie retten. Wer kann am schlechtesten schießen? Scheiße! 6, 12, 6. Oha. Ragnar lernt das nicht so gut. Das heißt, Ragnar umgeht die Gante in einem Bogen, um Kitty zu retten. Und Moment. Möbel. Schlafplatz. So, das ist unser Notfalllazarett. Ragnar rettet jetzt Kitty. Das wird. Rette sie. Oh, Kitty kann wieder laufen. Kitty hat sich da unten hingelegt. Kitty hat es gerade so überlebt. Ist kein Arzt. Das ist... Wie haben die sich... Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Die wollen Kitty tot hacken. Mist. Leute, hinterher. Und zwar schleunigst. Scheiße. Dass Kitty jetzt aufgestanden ist, ist das Schlimmste, was passieren konnte. Ich glaube, Kitty können wir abschreiben. Die verreckt uns jetzt. Werd ohnmächtig. Fall einfach in Ohnmacht. Oh, sehr gut. Sie fokussieren um. So. Extreme Schmerzen. In 3 Stunden tot. Du brauchst jetzt einmal keine Medizin. Wir leben lieber mit einer Infektion. Und Dings flickt dich gleich zusammen. Nur weil wir eine scheiß Ente haben wollten. Das. Oh! Da sind ja schon wilde Enten. Gowski marschiert hier durch. Das geht nicht anders. Ragnar, zieh dich mal zurück, damit Weasel schießen kann. So, die erste hat ein paar abgekriegt. Linken Fuß. Oh, Ragnar. Komm schon. Ein Kämpf zurück. Kämpf zurück. Boah, knall den nicht ab. Goose rächt sich. Noch eine. Oh shit. So, du lässt Gowski hoffentlich in Ruhe. Bewusstloser Kolonist. Ragnar liegt am Boden. Blutend. Stirbt auch in 7 Stunden. Weasel verteidigt sich mit allem, was er hat. Zieht sich jetzt aber auch zurück. Lance hilft alles nichts. Komm her mit deiner Keule. Wir müssen die wilde Enten... Rennst du jetzt mal weg? Renn! Du Idiot! So. Hast du schon... Du hast noch keine Verwundung. Du hast immerhin schon mal einen Revolverschuss abgekriegt. Dann bist du jetzt erstmal das Opfer. Oh. Die blöde Gans will... Gowski ans Leder. Komm, knall sie ab. Ja, sehr schön. Dann hast du jetzt genug Zeit, um Kitty zu retten. Behandlung erfolgt bereits. Sehr gut. Der rennt automatisch dahin. Das heißt, wir gucken hier. Okay, er ist der Tod. Hau die blöde Ente um. Lance kommt. Lance rettet. Lance kommt zur Rettung. Komm. Verkloppt die. Uns gehen die Helfer aus. Ja, sehr schön. Lance retten. Sofort. Die nehmen wir natürlich mit. Kitty könnte jetzt mit Ach und Krach überleben. Medizinischer Notfall, wissen wir. In 2 Stunden tot. Mit etwas Glück überlebt Kitty. Sehr schön. So, das Schlimmste ist geschafft. Huh, das war knapp. Ne, der verkürzt jetzt nach und nach die Zeit.
3 Stunden. Alter, was ist hier denn passiert, ey? Blutverlust extrem. Biss, Kratzer. Kratznarbe im linken Auge. Sexy. Kratzer am Oberkörper. Kratzer an der linken Schulter. Biss an der linken Schulter. Kratzer an der rechten Schulter. Die, ja, stirbt gerade an Prellungen und Kratzern. Das ist ja tragisch. Hat auf jeden Fall harte Schmerzen. Ja, Gowski ist zum Glück ein guter Arzt. Der macht das ohne Verbände sogar. Tibi-Tobi hier. Alter, was war hier gerade los? So, tot in 4 Stunden. Gut, wie geht's Ragnar? Der liegt im Bett. Der ist auch halb tot. Okay. Gowski? Das wird gleich dein nächster Patient. Vier Stunden. Ja, das muss jetzt einfach mal ein schlechter Arzt machen. Hilft ja alles nichts, ne? Wen haben wir denn hier? Die beiden sind außer Gefecht. Unser Aromatherapeut. 1 von 10. 1 von 10. Ach du Scheiße. Ah ne, ist Aufseher. Ich bin ein Idiot. Arzt. 2 von 10. 2 von 10. Das ist genauso scheiße. Was mit Lance? Lance lernt das wenigstens schnell. Gut. Ist kein Arzt. Ja, du wirst jetzt zum Arzt gemacht. Lance, du bist unser Notfallarzt. Komm her. Du musst ihn jetzt beheilen. Oh, scheiße, ey. Die werden sich alle infizieren. Bewusstlos. Weasel ist jetzt auch noch bewusstlos. Was hat der denn? Der ist auch in 3 Stunden tot. Ach, du Kacke. Gut. Den lassen wir jetzt erstmal die Medizin holen. Und auf dem Rückweg wird der Weasel heilen. Kitty in 5 Stunden tot. In 6 Stunden. So. Komm ran, Lance. Und dann rettest du erstmal Weasel. So, lass den Scheiß fallen. Ab ins Bett mit dem. Ragnar hat noch 4 Stunden. So, behandel den. Ragnar darfst du auch jetzt ausnahmsweise einmal mit der guten behandeln. Weil wir sonst zu wenig Verbandsmaterial hier in der Nähe haben. Dann schauen wir das zeitlich nicht. Gut, Weasel auch. So, bring Ragnar irgendwie über den Berg. Oh, der braucht ewig dafür. Gowski. Was ist los? 13 Stunden, das reicht uns. Die kann da morgen noch liegen von mir aus. So, los geht's. Ragnar überlebt das vielleicht noch irgendwie. Für Weasel sehe ich fast schwarz. Oh, da geht so viel Medizin drauf, ey. Bloß weil wir ein paar Enten haben wollten. So, der hält noch 5 Stunden durch. Der noch 2. Wo ist Gowski? Gowski ist am Arsch der Heide, das schafft er nie. Gut, im Wechsel. Wo rennst du denn jetzt hin? Du rennst jetzt da hinten hin und holst auch mal neue Medizin oder was? Bist du behämmert? Alter, der verreckt. Der ist tot. Weasel schafft das nicht. Niemals. So, wo ist Gowski? Der behandelt wieder Kitty. Alter, ist der echt wieder zurückgerannt. Na gut, der behandelt Kitty fertig. Komm, du schaffst das. Weasel, du hast allen Scheiß überlebt, das überlebst du auch. Ja, sehr schön. Das hat ihm ein bisschen Zeit gekauft. Hält er wieder 2 Stunden durch. Der gute Ragnar will das hoffentlich auch schaffen. Boah, hier liegt die ganze Kolonie gleich brach, ey. Übel. So, Weasel ist weitestgehend über den Berg, würde ich sagen. Tot in 3 Stunden.
So, wie geht's Kitty? Kitty ist soweit durch. Die ist über den Berg. Sobald die wieder laufen kann, kann die nach Hause kommen. Die liegt da natürlich arg beschissen. Wenn da irgendein Raubtier ist, dann ist sie Titte. So. Jetzt gibt's wieder nur die hier. Brauchst du jetzt nämlich eh nicht mehr. Wo rennst du jetzt hin? Schaust du den Alter. Tod in 3 Stunden. Schafft Glowski das rechtzeitig? Wir werden es sehen. Glowski macht das. Der ist ganz ein Mann. So, du kommst eh von da. Ach nee. Wir haben keine Heilmedizin mehr. So, Glowski, kümmere dich um Ragnar. So. Haha. Ihr Pisser. Wuhuhu. Ja. Wir haben den Angriff der wilden Gänse überlebt. Meine Fresse, war das knapp. Ich habe auch länger gemacht, als ich jetzt eigentlich wollte. Aber egal. Wir haben in dem waghalsigen Versuch, Enten zu zähmen, unser Leben riskiert. Kitty liegt irgendwo in der Prärie und blutet zumindest nicht mehr wie ein Schwein, aber fault da vielleicht demnächst ein bisschen vor sich hin. Wenn ein Raubtier kommt, wird sie vielleicht auch noch gefressen. Der Tod ist nah. Der Tod ist für uns alle nah. Wir gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bin echt gespannt. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich versuche jetzt wieder regelmäßiger RimWorld zu bringen. Demnächst auch wieder 7 Days. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson. Das wird irre interessant.